Servus liebe Leute beim neuen Video von 1000 PS. Ihr habt vorher vielleicht schon das Video zum CLS Kettenöler mit Martin und Heiko gesehen, wo die Vorzüge vom CLS Kettenöler und der Griffheizung behandelt werden. In diesem Video geht es rein um den Einbau. Neben mir steht, wie besagt, der Heiko. Heiko, wie ist denn das bei dem Einbau? Kann das jeder oder sollte man da schon ein bisschen eine technische Bewandtnis dazu haben? Ja, es kann fast jeder. Also wenn jemand an seinem Motorrad beispielsweise den Tank abnehmen kann, man die Sitzbank runternehmen kann, eine Seitenverkleidung abschrauben kann, ohne sie kaputt zu machen, dann kann man das auch selber einbauen. Ansonsten okay. Muss man halt in die Werkstatt gehen. Wie sieht es denn aus mit Werkzeug? Braucht man da irgendein Spezialwerkzeug dazu? Ja, einen gut sortierten Werkzeugkasten sollte man haben. Einen schönen kleinen Seitenschneider, ein paar gute Schraubendreher, einen Nusskasten. Alles, was man halt braucht, um hier ein bisschen was abzuschrauben, hat ja fast jeder zu Hause. Von daher, Spezialwerkzeug an sich fällt nicht an. Okay. Wie lange muss man es ungefähr einplanen, dass man den Kettenöler und die Griffheizung montieren kann? Es kommt natürlich jetzt darauf an, was für ein Motorrad man hat, weil bei einem muss ich fast nichts abschrauben, beim anderen muss ich das halbe Fahrzeug zerlegen. Dann kommt es darauf an, wie geschickt ist der Mensch, der es tut. Also man kann zwischen 3,5 und 4,5 Stunden kann man für beides rechnen. Okay. Keine Angst, liebe Zuseher, ihr dürft euch jetzt nicht 4 Stunden lang zusehen, wie wir hier Teile abschrauben und wieder anschrauben. Wir haben hier die größten Eckpunkte herausgefasst und sie in einem Montagevideo für euch zusammengefasst. Heiko, bevor wir beginnen, wäre es vielleicht nicht uninteressant für unsere Zuseher zu wissen, auf welches Motorrad wir das draufbauen. Und zwar, das ist eine Honda Africa Twin, kam letztes Jahr neu auf den Markt und schlug in Österreich zumindest ein wie eine Bombe. Ich glaube, 450 verkaufte Stück in Österreich. Das hier ist aber eine ganz besondere Africa Twin, und zwar das ist die Africa Twin von unserem Wahrer Hannes. Der hat die vor ziemlich genau einem Jahr ausgefasst und hat jetzt, man glaubt es kaum, 75.000 Kilometer drauf. Wir haben hier bereits den zweiten Kettensatz verbaut, der ist aber auch schon halbwegs am Ende. Ich habe vorher mit Hannes gesprochen und der hat mir gesagt, dass er im Schnitt so um die 38.000 Kilometer mit einem Kettensatz fährt. Was eh schon sehr, sehr viel ist. Also das heißt, der Hannes ist eigentlich ein irrsinniger Pfleger, was Kette und eigentlich das gesamte Motorrad anbelangt. Ich glaube aber, du traust ihm mit dem CLS-Kettenöler dann noch eine höhere Laufleistung zu, ne? Ja, da kommt es natürlich auch sehr auf die Kettenqualität drauf an. Ich hatte auch schon Fahrzeuge, da war nach knapp 3000 Kilometer Schluss beim Neufahrzeug. Ich bin damals mit der ersten Kette in meiner alten Cover über 75.000 Kilometer weit gekommen. Also man sagt immer, verdoppelt sich in etwa bis verdreifacht sich die Laufleistung. Okay, sehr cool. Genug gefaselt, beginnen wir mit dem Umbau. Was machen wir zuerst? Ja, das machen wir als ganz simple Sachen. Wir nehmen erstmal die Sitzbank ab und dann nehmen wir den Tank ab und dann schauen wir weiter. Okay, müssen wir auf irgendwas besonders achten beim Tankabbauen? Ja, keine Kabel abreißen. Die Benzinleitung muss abgenommen werden und bei der Honda ist es so, dass man hier so ein bisschen was wegschrauben muss, damit man das Teil auch runterkriegt, ohne was kaputt zu machen. Okay, ja, dann fangen wir einfach mal an. So Heiko, Tank und Sitzbank sind hier unten. Was sind die nächsten Arbeitsschritte? Jetzt machen wir erstmal die Heizgriffe ran und das Display. Dann legen wir die Kabel von vorne nach hinten. Und später dann, wenn die Elektroniken, also die eigentlichen Steuerungen eingebaut sind, kommen noch die Kabel von hinten nach vorne und dann machen wir alles schön. Okay, passt. Gehen wir's an. We'll be right back.
Heiko, ganz kurze Zwischenfrage. Griffe sind jetzt demontiert. Die meisten Griffe sind ja heutzutage geklebt. Das heißt, unbeschädigtes Runterkriegen ist in den meisten Fällen eben nicht möglich, oder? Hier waren ja original Heizgriffe montiert. Die haben wir abgebaut, weil ich mir nicht sicher war, ob die von den Widerstandswerten zu meiner Steuerung passen. Wenn da normale Gummigriffe drauf sind, ist das kein Act. Da schiebst du einen langen Schraubendreher drunter, sprühst Bremsenreiniger zwischen, drehst den langen Schraubendreher dreimal im Kreis und dann geht der plopp ab. Okay. Eine Sache von 20 Sekunden. Mhm. Ich glaube, wichtiger Hinweis ist auch noch, die alten Kleberrückstände zu entfernen. Ja, also alter Kleber, neuer Kleber verträgt sich nicht unbedingt. Den alten Kleber runter machen, ein bisschen anschleifen. Und mit einem Zwei-Komponenten-Kleber hält es eigentlich ganz gut. Ich verwende hier einen speziellen 60-Sekunden-Kleber. Das ist so eine Art Sekundenkleber, der allerdings erst nach einer Minute anzieht. Aber 2K-Kleber geht auch, dauert halt dann 5 Minuten. Mhm. Okay. Wir haben jetzt hier den ganz normalen Heizgriff, das ist jetzt auch ein Zubehörheizgriff, die kaufe ich zu. Mhm. Für eigene Heizgriffe ist meine Firma einfach noch viel zu klein. Den habe ich jetzt innen ein bisschen angeschliffen. Jetzt mache ich hier an der Seite ein bisschen Klebstoff rein. Und jetzt schiebe ich den hier einfach drauf. Schauen, dass es passt. Und lassen es abbinden, das ist eigentlich alles. Wie man sieht, die Heizgriffe sind bereits montiert. Das war jetzt keine größere Action. Heiko, next step. Jetzt, das Display haben wir auch schon dran. Jetzt machen wir die eigentlichen Steuerelektroniken von den beiden Systemen ran. Einmal Kettenöbel, einmal Heizgriffsystem. Die verschwinden jetzt auch in den Innereien des Motorrades. Und ja, auch kein großer Akt. Wo verlegst du die am besten, beziehungsweise wo platzierst du die? Das ist eigentlich total abhängig vom Motorrad, wo Platz ist. Ich mache es am liebsten eigentlich nicht ins Heckfach, wenn überhaupt noch ein Heckfach da ist. Bei vielen Motorrädern hast du ja keins mehr. Sondern ich setze es bei der Varadero jetzt hier praktisch da drunter, also unter das Innenfach im Prinzip, da wo eh erstens sieht man es nicht und zweitens ist der Platz kann man eh nicht nutzen, weil man nicht so schnell rankommt. Bei manchen Fahrzeugen mache ich es unter die Seitenverkleidung. Ganz selten, dass ich es hinten unter die Sitzbank mache, ne? Dass ich den Stauraum für andere Sachen einfach übrig lasse. Okay, und die klebst du ins Motorrad oder schraubst du? Ja, ich habe hier in dem Set ist so ein bisschen Dualoklett von 3M dabei, das Zeug ist ziemlich gut. Das klebe ich hier praktisch so sandwichmäßig aufeinander und das dann ins Motorrad rein, geht ruckzuck. Okay, und sind jetzt nicht Temperatur- oder Nässe empfindlich? Nein. Oder die Elektroniken sind in PU-Gießharz eingegossen, sind also völlig vibrationsfest und wasserfest, passiert gar nichts. Heiko, die Kabel haben wir jetzt verlegt. Das war jetzt doch ein relativ aufwendiger Arbeitsschritt, aber auch nur aus dem Grund, weil die Kabel eben schön verlegt werden sollen und das System eigentlich nicht von außen nicht bemerkbar sein soll, oder?
Ja, und das ist auch nicht bei jedem Motorrad so komplex wie hier. Bei manchen Fahrzeugen, wenn du da alles hier drunter baust, verschlaufst es einfach, legst es hin, dann ist es in Sekunden erledigt. Hier musst du durchs ganze Motorrad im Prinzip durch, vorher halt den Tank runterbauen und das ist schon recht eng, da vorne alles verbaut. Ja, ist schon 25% der Arbeitszeit geht drauf für Kabel verlegen, kann man sagen. Okay. Wie sieht denn das jetzt aus? Es gibt definitiv Leute, Hobbyschrauber, die vor Elektronik und vor Kabeln und alles, was mit Strom zu tun hat, etwas Angst hat. Ich bin zum Beispiel einer davon. Also ich habe irrsinnig Angst, dass ich Plus und Minus vertausche oder Kabeln einfach verkehrt zusammenstecke. Wie gefährlich ist das bei dem System, dass man da irgendwas verkehrt oder falsch zusammensetzt? Also generell gehe ich an die Elektrik selber auch extremst ungern ran. Aber hier gehst du eigentlich nur auf die Batterie. Du hast hier beide Steuerungen vom Heizgriffsystem und vom Öler. Werden eigentlich nur auf die Batterie geklemmt mit Plus und Minus. Rotes Kabel ist Plus, schwarzes Kabel ist Minus. Sollte nicht allzu schwer sein. Wenn du das mal verdrehst, passiert nichts. Also es geht zwar nicht, aber es geht auch nichts kaputt, weil die Systeme sind verpolgeschützt, sind auch nochmal intern überspannungsgeschützt neben der fliegenden Sicherung. Und man kann eigentlich so gut wie nichts kaputt machen. Okay. Und ja, so viel zu den Kabeln. Was ist der nächste Arbeitsschritt? Der nächste Arbeitsschritt hier jetzt, also die Steuerungen sind ja drin. Jetzt verlegen wir mal die Ölleitung von unten nach oben. Dann fangen wir an und bauen den Tank hier wieder zusammen. Und dann kommt noch die Pumpe und der Tank rein. Alles wird entlüftet und dann sind wir fertig. Okay, geil. Also weiter geht's. Was haben wir da, Herr Eko? Das ist die Ölleitung. Das ist einer der Gründe, warum viele Leute denken, Kettenöler sind hässlich. Weil bei vielen Einbauten ist das Ding auch fürchterlich hässlich, mitten im Sichtbereich angebracht, mit Kabelbindern an der Schwinge am Rahmen festgezurrt. Wie man gleich sehen wird, muss das so nicht sein. Das Teil kann man komplett unsichtbar verstecken. Ist ein bisschen aufwendiger, aber vom Ergebnis her ist es einfach schöner. Wir haben hier solche kleinen Klebepads, das sind so Gummiteile mit einem Loch drin. Die kann ich dann schön an der Innenseite der Schwinge verkleben, genau wie den Halteblock hier. Und hier in dem Schlauch ist ein rechteckiger Stahldraht drin, damit biege ich mir meine Ölleitung genauso, wie sie am Kettenrad sitzen soll. Kleben ist ja ein bisschen ein heikles Thema. Funktioniert, hält? Ja, hält. Heutzutage gibt es Kleber, die können viel mehr wie noch vor ein paar Jahren und da ist ja keine Last drauf. Also an den Klebeverbindungen könnte ein Mann mit 70, 80 Kilo auch Klimmzüge dran machen. So stabil ist das. Also da passiert gar nichts. Ich zum Beispiel mit 70 Kilo. Ja, okay. 65. So, Heiko, du hast jetzt den Schlauch verlegt für den Kettenöler von der Schwinge durch das Motorrad durch bis unter die Sitzbank. Haben da jetzt auch den Tank verlegt und die Pumpe. Jetzt fehlt aber noch ein wichtiger Step. Genau, jetzt verbinden wir oder wir haben verbunden den Tank mit der Pumpe. Jetzt entlüften wir erstmal bis dorthin, weil beim Durchströmen des Öls durch die Pumpe, da schäumt sich das so ein bisschen auf und wenn wir das durchs ganze Schlauchsystem ziehen, dann dauert es ewig, bis das draußen ist. Und deswegen entlüften wir jetzt erstmal den Tank durch die Pumpe durch. Und wenn das ist, dann stecken wir die Ölleitung, die von unten nach oben kommt, auf. Und dann ziehen wir dann an der Düse unten am Kettenrad auch nochmal an und ziehen das Öl durchs System. Und dann sind wir eigentlich bis auf Ausrichten und zusammenklicken wieder, sind wir dann eigentlich fertig. Okay, cool. Also machen wir fertig.
So, Heiko, haben wir es, ne? Wobei das Mach relativ ist, weil ich habe jetzt eigentlich nichts so dazu beigetragen. Ein Großteil ist eigentlich Tuch gemacht. Das heißt, wir haben jetzt hier den Kettenöler verbaut und die Heizgriffe. Genau. Kurze Frage noch, welche Möglichkeiten gibt es jetzt dazu, dass man das steuert oder reguliert oder was kann man da jetzt noch machen damit? Also den Großteil machen die Systeme im Prinzip selbst. Das Heizgriffsystem ist ja ein autonomes System im Prinzip. Das ist ja kein Stufensystem, wie es jeder kennt, mit Stufe lauwarm, heiß, kochen, sondern der reguliert sich selbst nach der Außentemperatur. Der vergleicht also alle 15 Sekunden die letzte und die aktuelle Außentemperaturmessung und passt mit jedem Grad Celsius Unterschied die Heizleistung automatisch an. Aber jeder Mensch hat ein anderes Wärmeempfinden. Mädels frieren meistens ein wenig eher wie die Burschen. Und deswegen kann man diesen ganzen Regelbereich auf sein Wärmeempfinden zurechtschieben. Und dazu haben wir hier dieses Display. Da kann ich praktisch den Bereich verschieben. Und an diesem Display kann ich auch entsprechend, wenn ich jetzt Offroad fahre oder im Regen, die Ölmenge vom Kettenöler entsprechend anpassen. Also ein Display für zwei Systeme. Okay. Wie sieht denn das aus mit Stromverbrauch und so? Muss ich da jetzt irgendwie darauf achten, wenn ich das Motorrad einwintere, dass ich das System abklemme oder sonst irgendwas in die Richtung mache? Also normalerweise ist immer so ein Wort, ne? Die meisten modernen Ladegeräte tangieren das System nicht. Man muss es ausprobieren. Die Systeme aktivieren sich ja über die Oberwelligkeit in der Ladespannung und manche Ladegeräte machen genau das beim Laden eben auch. Die geben einen Impuls, einen welligen Impuls und dann würden sich die Steuerungen anschalten. Das ist im Winter blöd, weil die Heizgriffe dann mehr Energie raushauen, wie das Ladegerät reinschiebt. Das ist dann das Ende der Batterie. Das kann man aber gucken. Entweder schaltet man das Ganze über das Display dann auf Null, das kann man natürlich tun. Oder man zieht die Sicherung raus oder nimmt es von der Batterie runter. Hat also drei Möglichkeiten, das abzustellen. Mhm. Im Ruhestrom ist es eher unbedenklich. Also die Systeme, also 2,5 bis 3 Monate, wenn man beide dran hat, muss eine Batterie normalerweise verkraften, bis da irgendwelche Startschwierigkeiten auftreten. Und 3 Monate in der Zeit müssten wir eigentlich schon mal fahren. Okay. Wir haben es vorher im Video mit Martin bereits angesprochen. Du hast gesagt, eins von den Vorurteilen ist ja, dass das Kettenölersystem optisch einfach scheiße aussieht. Und reden wir nicht groß drum herum. Und deswegen viele Leute das nicht verbauen. Ich habe es mir jetzt bei dir am Motorrad, also eigentlich auf Warahannes Motorrad angeschaut. Man sieht wenig bis gar nichts. Ja, wenn man das gut macht, dann sieht man auch nichts. Aber das Problem ist, viele machen es eben nicht gut, weil sich vielleicht auch keine Gedanken darüber machen, wie man es besser machen kann und die Masse das halt schon immer so gemacht hat. Kabelbinder an der Schwinge, Ölleitung am Rahmen runtergezogen, irgendwelche Behälter im Außenbereich. Das ist halt, das will kein Mensch haben, verstehe ich auch, würde ich auch nicht wollen. Aber deswegen kann man das eben so machen wie hier. Wie Sie sehen Sie nichts, sage ich immer. Das Einzige, was hier ein bisschen zu sehen ist, ist das Display und das ist relativ unauffällig. Und ansonsten ist es unsichtbar. Okay, dann geben wir das Motorrad jetzt einfach mal in die Hände vom Warahannes. Der ist jetzt in den letzten 12 Monaten 75.000 Kilometer damit gefahren. Ob das System wirklich funktioniert, sehen wir dann spätestens im nächsten Jahr, wenn dann 150.000 Kilometer auf dem Motorrad drauf sind. Und der Warahannes wird uns davon berichten, wie er zufrieden ist mit dem Kettenöler und mit den Heizgriffen.